Spiele sind oft unrealistisch, aber man muss sich auch nicht übertreiben. Ich meine, sogar Battlefield ist in gewissem Maße ziemlich unrealistisch. Vor allem, was ich da manchmal abziehe. Ja, wenn man zum Beispiel C4 in die Türen legt oder so. Ach, das ganze C4 im Battlefield ist total überflüssig und unrealistisch. So, ich wette, es rennt doch niemand auf so einen Panzer zu und will C4 legen. Ach, Ezio. Schön. Hier müssen wir auch nochmal synchronisieren. Wie gesagt, die Türme versuche ich immer, wenn welche da sind, sofort hin. Obwohl das Film sonst immer schneller geht. Sonst renne ich immer so durch alle Türme durch und habe die, bevor ich die erste Mission fertig habe, schon fast alle Türme. Naja, nicht so krass, aber ungefähr so. Und es scheint wirklich, dass die FPS dieses Mal relativ konstant sind, zwischen 50 und 30. Das reicht mir. Mehr als 30 FPS sieht man auf YouTube sowieso nicht. Also kann uns das relativ egal sein. Muss wohl irgendwie an der X-Story liegen. Die scheinen sich nicht zu vertragen, die Spiele, also Assassin's Creed. Außerdem habe ich jetzt wieder alles auf maximalen Einstellungen. Ist denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Was ist das da? Ach, ein Feuer. Meine Güte, das ist aber auch ein weiter Weg. Wenigstens sehen wir was von der Stadt. Aber es finde ich echt schade, dass man diese Diebesmission und Söldnermission und so nicht mehr hat. Dafür machen die Assassinenmissionen umso mehr Spaß. Okay, da haben wir doch unseren Kontaktmann. Ich frage, warum wir einen Kontaktmann haben. Das ist eine Büchermission. Hallo? What do you want, Kollege? So, werf mal die Axt weg. Hey, du sollst weg reinstecken. Wow, was sind wir denn hier Cooles? Ohne ins Wasser zu fallen, zum Mädchenturm. Oh Gott, ist das dunkel. Jetzt muss ich doch dann hier rein, oder? Aber ich bin hier wahrscheinlich nicht alleine. Der Tempel wird auch hier sein, oder? Hey. Und jetzt? Hier auch nochmal? Ja, die Anfänge ist auch relativ praktisch. Ich finde immer noch diesen Satz unglaublich toll. Hakenklinge. Besteht aus zwei Teilen. Hake, Haken und Klinge. Ach du Scheiße, nicht ins Wasser fallen. Ja, wenigstens können wir uns jetzt mal Zeit lassen. Komm schon, keine Zeiträtsel, bitte nicht. Bitte, keine Zeiträtsel. Nein! Nein! Ich hasse Zeiträtsel, jeder hasst Zeiträtsel. Warum machen die Spieler das immer wieder? Ich hasse es, das ist doch nicht toll. Achso, einfach nur weh. Niemand mag Zeiträtsel. Wer von euch Zeiträtsel mag, kann mich direkt deabonnieren. Nein, man scherzt, aber nicht so ernsthaft. Zeiträtsel mag doch keiner. Oder wenn man von irgendwas erfolgt wird oder so. Es gab mal. Erzähl ich gleich weiter, wenn die Zwischenzeit jetzt abgelaufen ist, weil der auch ziemlich laut ist. Es gab mal bei einem Spiel, Super Mario, ich weiß nicht, Wario World, ich glaube Wario World 1 oder 2 war das. Also wirklich Wario, nicht Mario, der mit B, ne? Der böse Typ, der Geldgierige.
gab es ein Level, der wurde von einer schwarzen Wand verfolgt. Und wenn diese Wand einen berührt hat, ist man gestorben. Und einfach das ganze Level wurde von dieser scheiß schwarzen Wand verfolgt. Und hat einfach einen riesigen Zeitdruck gehabt. Und ich habe solche Level immer gehasst. Und auch hier, wieder, pass auf, wieder Zeit. So, wo muss ich jetzt lang? Okay, hier wahrscheinlich. Irgendwie in der Art war das doch bestimmt. Ach, komm, jetzt hier springen weiter. Ach, ich kann gar nichts erkennen. Könnt ihr was erkennen? Nein! No, ich habe gehofft, dass man sich da festhalten kann. Kann ich jetzt neu starten? Ich starte hier mal neu. Ich möchte nämlich hier nur noch Prozent haben. Falls ich zu oft ins Wasser falle, werde ich das nicht mehr tun. Weil ich denke, ein oder zweimal wird das jetzt wohl in Ordnung gehen. Jetzt stelle ich nicht an. Okay, die Dinger können wir jetzt hier überspringen. Oh, wenn es mal funktionieren würde. Ich kann jetzt nicht überspringen, wie es aussieht. Das ist so ein Dreck. Ja, wie auch immer, so lang war die Zwischensequenz auch nicht. Ich hoffe, wenn die Dinger ins Wasser fallen und dieses Wasser da rausgepumpt wird, dann kann man das überspringen. Das wäre eine etwas längere. Nein, hier auch nicht. Komm, stick ihn rein jetzt hier. Ja, meine Weltsichtchen verdienen sich gerade noch. Das sind immer noch die gleichen. Wie bei meinem Skyrim Let's Play. Ich frag mich, ob er bei meinem Skyrim Let's Play noch von da noch dabei ist. Also ich weiß, dass Fingerflip oder ehemals Star Wars 1XD oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Star Wars. der ist von Anfang an dabei. Genauso wie Yoshi. Love Stick weiß ich nicht. Wie gesagt, sind die treuesten Abonnenten. German irgendwas, German Lauser oder so. Der ist auch schon relativ lange dabei. Man hat die alle komischen Namen. Aber TinnemP ist auch nicht besser, glaube ich. Ach komm, das hätte man noch überspringen können. Das möchte hier keiner sehen. So. Welche Zeit war das? 18 oder irgendwas war das, oder? Oder 17 oder? Ich weiß nicht. Da gab es doch noch nicht solche Mechanismen, oder? Durch die Aufnahme eher etwas dunkler, also wird das vielleicht durch euch noch etwas schlechter. Vielleicht hier allgemein. Okay, dann mache ich die nochmal etwas kleiner. Blut und Untertitel natürlich an, damit ihr auch alles mitkriegt. Boah, das war schon ein Unterschied, oder? Okay, den Weg kennen wir schon. Der ist nichts Neues, der ist langweilig. Ja, ich habe Madrid erobert. Klasse. Aber hier sind mir die Assassinen ähnlich verfügbar in solchen Missionen. Die muss man alleine bestreiten. Ist da unten was? Stimmt. Hier muss ich den Weg gleich wieder zurück, glaube ich. Oder kann ich auch hier rüber? Ich gehe mal vorher hier rauf. Hier bin ich doch eh falsch, oder? Dann muss ich diesen Weg wirklich wieder zurück. Ich muss gleich nochmal gucken. Wenn ich jetzt nochmal ins Wasser falle, dann war es das. Dann schalte ich auch nicht mal mehr neu. Ich finde, das war jetzt schon fast zu viel. Egal, ich gehe jetzt hier hoch. Kann mich mal.
hier lang. Kommen wir jetzt hier schneller? Jetzt hier nochmal rüber springen. Okay. Jetzt bin ich schon mal hier irgendwo. Ah gut, ich glaube, ich habe den richtigen Weg jetzt genommen. Ich glaube, gerade war es der falsche Weg. Ich habe mich auch schon gewundert, dass man an der Wand nicht weiter konnte. Weil normalerweise sind diese Level so aufgebaut, dass man im durchgehenden Flow wirklich hier durchrasen kann. Und dass man nicht so viel suchen muss. Dass man mehr ein Jump'n'Run als ein Rätsel. Ja, nicht in Wasserfall, das ist so denkt man. Außerdem wundert mich, dass das erstens niemand mitbekommt, dass hier so ein riesiges verstecktes Ding ist. Und auch zweitens, dass diese Insel einfach so verlassen ist und dass es überhaupt gibt, diesen dicken Fettmechanismus. Ist noch keinem aufgefallen, die 1000 Jahre, die das hier schon steht? Scheiße, wo lang? Kam ich hier lang? Nein, ich glaube nicht. Kann ich nicht lang, oder? Und wenn nicht, dann bin ich jetzt am Arsch, weil ich in den völlig falschen Weg laufe. Wahrscheinlich gleich hier ins Wasser fallen werde. Ich hoffe schon, dass ich auch nicht ins Wasser fallen, egal was passiert. Aber ich glaube, hier war ich noch nicht. Aber es scheint, hier bin ich richtig. Ja. Schön, schön gemacht, Ezio. Jetzt sieh, mach's nicht kaputt. Außerdem, jetzt muss mir mal auffallen, dass hier irgendwie ein riesen Radau ist und dass hier die ganze Zeit Wasser von der Insel runterfließt. Jetzt müsste hier ein Ström von der Insel runterfließen. Was passiert jetzt? Werde ich jetzt runtergeworfen? Scheiße, wo ist das? Egal, ich gehe einfach mal hier lang, weil die Kamera so auch ausgerichtet war. Und wenn die Kamera so ausgerichtet ist, dann heißt das meistens, geh hier hin. Okay, jetzt nochmal hier rüber. Nein! Oh, Gott sei Dank. Okay, dann müssen wir jetzt hier rüber. Okay, das könnte knapp werden. Okay, wobei, das könnte auch überhaupt nicht knapp werden, sondern dass ich ziemlich viel Zeit habe, so wie jetzt noch. Okay, lief toll die Mission. Also jetzt hier 4 bekommen, als Belohnung. Man bekommt ja meist irgendwas. Vielleicht eine neue Armbrust, die irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, wir haben schon ein Schwert, wir haben schon eine fette Axt, wir haben Dolch. Was fehlt denn noch? Nicht so gar nichts mehr, nur noch den Massiv-Schlüssel. Dann muss ich wohl wieder hier hoch und danach wohl wieder eine Altair-Mission spielen. Nur die Frage ist, wo lang? Ich muss irgendwie nach rechts, aber wo? Nach oben oder nach unten nach rechts? Naja, wenigstens ist hier kein Wasser mehr. Also hier habe ich doch angefangen. Also muss ich wohl ziemlich steil nach oben. Also war ich hier schon richtig. Warte, ich muss mal hier lang. Und ach genau, hier geht es weiter nach oben. Ich Idiot, hätte ich sehen müssen. Das gleiche, dass das alles hier hält und nicht zusammenbricht, hat mich ja. Aber wenigstens sind die Checkpoints hier ein bisschen besser gemacht als in anderen Teilen. Ich meine, da ist ja immer das Komischste passiert und dann immer, oh, so komme ich hier nach oben. Aber ich fand auch das damals schon eine gute Möglichkeit, Checkpoints einzubauen, weil irgendwo runtergefallen ist. Was mich immer noch extrem aufregt, ist die Tatsache, dass wenn man 100% schaffen muss, dass nicht